liebe Bücherwürmer! Heute mache ich den Your Bookish Identity Tag. Sanne von Papierplanet hat mich dazu aufgefordert, den Your Bookish Identity Tag zu machen. In dem Tag geht es darum, dass ich 6 Fragen zu meiner Buchidentität beantworte. Und 2 Fragen hat sich Sanne zusätzlich ausgedacht, die werde ich am Ende auch noch machen. Schießen wir mal direkt los mit den Fragen. Der erste Charakter, für den du geschwärmt hast. Ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern, wer mein erster Buchcharakter war, für den ich so richtig geschwärmt habe. Ich weiß nur noch, dass ich Sprotte von den wilden Hühnern ganz großartig fand und immer so sein wollte wie sie. Aber mein erster richtiger Buchschwarm war wahrscheinlich Draco Malfoy. Das mag auch damit zusammenhängen, wie er von Tom Felton in den Filmen dargestellt wurde. Ich war so dermaßen Draco-Fan, dass ich sogar zu einer Autogrammstunde von Tom Felton gefahren bin, als ich noch ganz klein war. Und da haben wir auch ein schickes Foto zusammen gemacht. Und ich habe noch was für euch ausgegraben, nämlich mein super tolles Tom Felton-T-Shirt. Das ist schon sehr, sehr lange her. Tom Felton und Draco Malfoy, das war immer meine große, große Liebe. In welcher dystopischen oder fantastischen Welt würdest du gerne leben? Folgendes Problem. Fast alle dystopischen oder fantastischen Welten sind wahnsinnig, wahnsinnig brutal. In denen will ich überhaupt nicht leben. Also freiwillig kriegt mich nichts nach Panem beispielsweise. Obwohl ich die Buchreihe natürlich total vergöttere. Deswegen würde ich eigentlich total gerne in der Spiegelwelt von Cornelia Funke leben, aus der Reckless-Reihe. Aber die politischen Verhältnisse sind nicht ganz so schön und Überlebenschancen... Und das, obwohl ich schon einen Pass für die Spiegelwelt habe. Deshalb weiche ich vielleicht lieber auf die Zaubererwelt aus und lasse mich nach Hogwarts transportieren. Der zweite magische Krieg wäre jetzt auch schon vorbei. 2017 wird Albus eingeschult und Scorpius wird eingeschult. Noch ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich denke, ich würde jetzt in der heutigen Zeit gerne in der Zaubererwelt leben. Wer wäre dein göttlicher Elternteil? Ich war eigentlich immer sehr davon überzeugt, dass ich ein Kind des Hermes wäre. Ich passe da einfach komplett rein und würde mich total wohlfühlen bei den Leuten. Aber in letzter Zeit habe ich immer mehr gemerkt, dass ich auch sehr viel von Zeus habe. Ich könnte mir also auch Zeus als Daddy vorstellen. Was meint ihr? Hermes oder Zeus? Was passt besser zu mir? Was wäre dein Hogwarts-Haus? Scheinbar habe ich es noch nicht oft genug gesagt. Slytherin! Das liegt vor allem daran, dass ich sehr loyal gegenüber meinen Freunden bin. Und das ist eine Eigenschaft, die bei Slytherin hoch geschätzt wird. Ich bin aber auch wahnsinnig ehrgeizig und ein totales Arbeitstier. Ich bin eigentlich ein typischer Slytherin. Und wagt es euch nicht vor mir zu sagen, dass Slytherins böse sind. Auf diese Diskussion lasse ich mich gar nicht erst ein. In welcher Fraktion wärst du? Oh, das ist so eine schwere Frage. Das Problem bei den Fraktionen ist, dass die alle nur für eine kleine winzige Eigenschaft stehen und ich mich in keiner Fraktion wirklich so richtig wohlfühlen würde. Also ich glaube, am wohlsten würde ich mich noch bei den Amite fühlen, aber ich finde nicht, dass ich da reinpasse. Ich mag das, dass sie alle so freundlich sind und gut gelaunt. Das ist wie mit Hufflepuffs. Ich liebe Hufflepuffs und ich würde mich bei denen im Haus so wohlfühlen. Aber ich wäre die Einzige, die anders ist und eben sich nicht so ganz darin einleben kann. Die Ferox wären eigentlich auch voll mein Ding, weil ich dieses Actiongeladene mag und die sind immer am Start und das finde ich total cool. Aber ich wüsste nicht, ob ich diese ganzen Rituale am Anfang wirklich bestehen würde. Wahrscheinlich würde ich den Zug nicht mal bekommen und dann am Ende fraktionslos sein. Und die Ken, bei denen würde ich mich auch nur so halb wohl fühlen. Ich mag das, dass sie von den Büchern umgeben sind, aber die sind mir alle zu klugscheißerisch irgendwie. Außerdem gibt es bei den Ferox den besten Schokoladenkuchen und man kann eigentlich anziehen und rumlaufen, wie man will. Ich glaube, ich gehe zu den Ferox, auch wenn ich Gefahr laufe, dass ich am Ende fraktionslos bin. Wärst du ein Schattenwesen oder ein Nephilim? Also ich denke, ich werde definitiv ein Schattenwesen. Ich kann mich aber nicht so ganz entscheiden. Ich glaube, äußerlich würde ich gut zu den Feenwesen passen, aber charakterlich glaube ich eher, dass ich eine Hexenmeisterin wäre. Alleine schon, weil ich es total cool finde, mit Magie zu zaubern. Ja, ich glaube, ich wäre eine Hexenmeisterin. Kommen wir zu den 2 zusätzlichen Fragen von Sanne. Was wäre dein Ilvermorny-Haus? Thunderbird! Beim Test bei Pottermore kam für mich Thunderbird raus. Das sind die abenteuerlustigen Zauberer und Hexen. Und ich war so, so stolz, dass Frank, der Donnervogel, in dem fantastische Tierwesen-Film auftauchte. Und es hat mir das nochmal so bestätigt, dass ich auch gerne nach Thunderbird kommen möchte. E-Book?
oder Print. Ich bin einfach ein Print-Fan. Ich mag das total, wenn man ein Buch einfach in der Hand hat, es anfassen kann, es riechen kann. Und ich mag dieses Gefühl, wenn man die Seiten umblättert. Und das kann ein E-Book einfach für mich nicht leisten. Aber es ist nicht so, als würde ich gar keine E-Books lesen. Ich habe nur einen relativ old-fashioned E-Book-Reader. Also von daher lese ich sowieso generell eher weniger da drauf. Aber ich mag es ganz gerne, wenn man einfach auf dem Rücken im Bett liegt und so lesen kann. Das kann ich bei einem Buch nämlich nicht, weil wenn ich das so mache, fällt spätestens nach 3 Minuten mir das Buch immer wieder ins Gesicht. Und ich finde es auch super praktisch, wenn man E-Books mitnehmen kann auf Reisen und eben nicht den ganzen Koffer voller Printbooks hat. Es hat beides seine Vorteile, aber ich würde das Printexemplar immer dem E-Book vorziehen. Das war auch schon der Bookish Identity Tag. Vielen Dank an Sanne von Papierplanet, dass du mich für diesen Tag markiert hast. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und habt auch selber Lust, den Your Bookish Identity Tag jetzt mitzumachen. Ich tagge nämlich alle da draußen, die Lust auf diesen Tag haben. Ich möchte jetzt von euch in den Kommentaren wissen, ob ihr glaubt, dass all die Angaben, die ich gemacht habe, auch wirklich zu mir passen. Also seht ihr mich auch wirklich im Hause Slytherin? Findet ihr wirklich, dass Zeus oder Hermes einer meiner göttlichen Elternteile sein könnten? Oder in welcher Fraktion seht ihr mich? Und natürlich würde ich auch von euch gerne die Fragen beantwortet haben. Das könnt ihr alles unten in den Kommentaren tun. Ich freue mich schon auf eure Antworten. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Twitter, Facebook und Instagram unter Liberiarium. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer! Schaut euch nur meinen wunderschönen Mirror World Bus an. Er ist so schön. Team Triss, mein Ehemann. Die Bücher aus dieser Box kann ich übrigens nie wieder hier rausholen, weil ich kriege die nie wieder rein. Das sind nämlich ganz normale Taschenbücher und wenn ich die raushole, verknicken die dermaßen. Und deswegen bleiben diese Bücher für immer in dieser Box.